Channel. Ich bin also noch am Leben, aber wenn ich jetzt 4 Wochen oder 5 Wochen kein Video mehr gemacht habe, hat den Hintergrund, dass ich 2 Wochen im Urlaub war. Allerdings haben wir den leider ein bisschen früher abbrechen müssen, da ein Familienmitglied erkrankt ist. Ist nicht weiter tragisch, aber ist wurscht, ist jetzt ein anderes Thema, das ist noch am Rande. Ja, heute geht es um das Thema Messer, um ein ganz spezielles Messer, und zwar geht es um ein Karambit. Ich habe jetzt mal die ganzen Messer mitgebracht, die ich eigentlich vorwiegend draußen verwende, die kennt ihr sowieso schon alle. Aber ich möchte mich jetzt da nicht weiter drauf aufhängen, sondern es geht wie gesagt ums Karambit. Dazu möchte ich euch einige Hintergrundinfos geben. Wenn die einen oder anderen kennen es vielleicht, andere sagen, okay, das interessiert mich nicht, weil es nicht wirklich brauchen kann oder handhaben kann. Ursprung an das Karambit, schon im 11. Jahrhundert ist das erste Mal erwähnt worden. Und zwar haben das Bauern verwendet für die Reisernte. Und zwar ist es so genommen worden, dass man es am kleinen Mittelfinger hält. Ist also charakteristisch für das Karambit. Die haben also hinten so einen Ring, um einen Finger einzuhaken. Wird heute verwendet eigentlich nur noch in Kampfsportarten oder SV-Techniken wie Kali oder Petzaxilla, solche Sachen. Eskrima ist ein Teil mit dabei oder ähnliche Systeme. Das ist jetzt einmal wurscht. Auf jeden Fall möchte ich euch da kurz was erklären dazu. Und zwar das Karambit, wie schon erwähnt, wurde das erste Mal dokumentiert, ca. 1100 rum, und kommt aus dem philippinischen, malaiischen Raum. Es haben die Indonesier, haben es, soweit ich weiß, glaube ich, haben es auch noch in Verwendung gehabt. Charakteristisch für das Karambit ist also die clownförmige Klinge, hat also jedes, wobei es mittlerweile schon einige Abwandlungen davon gibt. Aber das ist, denke ich, mehr so ein Modetrend oder Modegag. Ein Ring hat hinter jedes Karambit hat die Bewandtnis, dass es in Finger oder in Zeigefinger einhaken kann, um das Messer im Reverse Grip, bis jetzt da ist, besser zu halten oder zu führen. Man kann da einige Tricks damit machen, aber ich bin jetzt da nicht so bewandert drin, muss ich sagen, weil mir liegen die Dinge nicht, ich verkaufe es zwar, aber ich bin jetzt da kein wirklicher Fan davon, weil ich es draußen einfach nicht brauchen kann. Ich kann mir damit nicht einmal irgendwo ein Brot schneiden oder ich kann, wenn ich jetzt immer was abschneiden will, mein der eine oder andere kennt vielleicht die Dinger oder hat eins daheim im Gebrauch, ein bisschen zum Rumspielen, aber direkt Verwendung finden, außer jetzt sage ich mal im Kampfsport, findet sich sehr wenig. Und es gibt da welche zum Trainieren auch, die haben dann vorne wie so einen Kunststoff- oder Plastikknuppel dran. Das sind komplett für Training, für Kampfsport, solche Sachen. Ich habe da auch schon mit trainiert. Ein besonderer Experte, ich denke, einer oder andere kennt vielleicht, ist der Dagmar Kaida, der bei Forged in Fire da in der Jury mitsitzt. Und der ist wirklich eine Ikone auf dem Gebiet. Also der Mann, der ist topfit. Ich wollte mit ihm einmal trainieren, in Mannheim war das. Aber ich habe dann leider keine Karte mehr bekommen. Sei es drum, ist er wurscht. Auf jeden Fall, es ist wirklich eine Augenweide, dem Mann da zuzusehen, wie der das Ding führt und auch welche Hebeltechniken er da drauf hat. Also ist wirklich klasse. Okay, dann habe ich ein paar Karambits, wie ich schon anfangs erwähnt, mitgebracht. Möchte ich euch jetzt kurz mal vorstellen, was jetzt da genau, welches Griffmaterial oder Klingenmaterial ist. Bitte fragt es mich jetzt da nicht, mir geht es also vorrangig rein nur um die Form oder was man damit anschauen kann. Okay, dann schalte ich mal die Kamera um und dann zeige ich euch das mal kurz. Ja, das ist jetzt mal das Karambit, das ich euch schon gerade so eben gezeigt habe. Ich gehe jetzt da mit der Kamera mal durch. Wie schon eingangs erwähnt, der typische Ring am Ende ermöglicht quasi das Messer am kleinen Finger einzuhängen, dann mit beiden Händen die Reispflanzen zu bündeln und das Messer mit einer Bewegung in die Hand zu schwingen und die Pflanzen dann eben auch abzuschneiden. Und deswegen wurde dieses Messer auch vorrangig vorwiegend von Damen verwendet. Im Endeffekt ist das, kann man sehen, da auch bei diesem Messer da wie so eine Sichel. Ich gehe jetzt da auf die Marken gar nicht konkret ein, weil im Endeffekt ist jedes Karambit ähnlich oder gleich. Es hat, wie gesagt, eine clownförmige Klinge und einen Ring hinten. Ich gehe jetzt da einfach einmal durch. Das ist jetzt, wie gesagt, hier meins, das ich in Verwendung habe. Ist ein Versandrückläufer. Ich wollte es nicht wegschmeißen, deswegen habe ich es mit in Verwendung. Dann haben wir da mal ein Messer, das ist von Blackfield. Und zwar Military Line, das Desert Thorn heißt es. Das gibt es dann auch in Schwarz. Heißt dann Night Thorn, glaube ich. Dann haben wir es natürlich auch als Neckknife erhaltlich in Kydex-Scheide. Dann gibt es so eine kleine Abwandlung, ist auch ein Karambit, allerdings ist die Klinge da umgekehrt. Das ist ein hervorragendes Schnittwerkzeug, wobei sich dieses Messer jetzt da nicht unbedingt zum Ernten von Reispflanzen Verwendung findet. Also das ist auch ganz klar. Dann haben wir da eins, das ist von Zombie Date, war mal so eine Serie, hat es vom Messer Haller, das ist einmal eine Zeit lang gegeben. Dann kommen wir zu den größeren, das sind jetzt die Feststirnden, das ist oben als Large Raptor, unten ist das normale Raptor, hat also den Hintergrund der Namensgebung einfach, weil es so eine Klaue hat wie vor einem Raptor, also von den Dinosauriern früher.
Und hier ist eine kleine Abwandlung eines Karambits. Und zwar ist das Vogelhibben. Glaube ich, hängt irgendwie mit United Cutlery zusammen, nagelt es mir jetzt nicht genau fest. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall heißt das Ding Reaper. Ist auch ein feststehendes Messer, hat einen durchgehenden Erl. Ist allerdings nicht so scharf angeschliffen. Ich glaube, das ist in Deutschland, es ist erlaubt zum Verkauf. Allerdings zum Führen definitiv nicht. Das sind jetzt mal die, die ich euch mitgebracht habe. Bloß, dass ihr mal einen kleinen Überblick habt. Also ist jetzt nichts weltbewegendes, nichts Besonderes. Es gibt natürlich unzählige Marken und Hersteller, wie auch Böker, Machts oder Extrema Ratio, Cold Steel hat welche im Angebot. Es ist wirklich uferlos mittlerweile. Ist auch allerdings kein Verkaufsschlager, muss ich also auch sagen, weil die Messer eigentlich so in Deutschland schon verbreitet sind, aber es ist halt kein Arbeitswerkzeug. Es ist wirklich nur was zur Selbstverteidigung. Und ja, ein sehr wichtiger Aspekt, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist das, und zwar diese Waffen, und die sind Waffen, die sind vom BKA als Waffen eingestuft. Ihr dürft diese Waffen ab dem 18. Lebensjahr erwerben, sind frei verkäuflich, allerdings ihr dürft sie auf keine Veranstaltungen oder außerhalb eures befriedeten Wohnraumes nutzen. Sprich, wenn ihr dabei erwischt werdet, gibt es Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz, gegen § 42, Führen von Waffen. Auf jeden Fall seid ihr euch dessen bewusst, selbst wenn jetzt ihr da einen Dorn hinten dran habt oder bei diesem Messer da ein Gurtschneider mit dabei ist, spielt überhaupt keine Rolle, weil ihr dürft es, wie gesagt, nur verschlossen transportieren. Und was bringt es mir, wenn ich das Ding irgendwo hinter dem Kofferraum verschlossen drin habe, wenn ein Unfall baut, bis ich aussteige, wenn ich überhaupt aus dem Auto rauskomme, ist einmal Punkt 1, bis ich aussteige, das Ding aufmache, also da brauche ich das Ding auch nicht mehr. Da kann man wirklich ein anderes Security-Messer oder Gurtschneider gibt es separat als Schlüsselanhänger kaufen, ist weitaus oder wesentlich besser und vor allem ungefährlicher, wie jetzt da so ein Karambit mit euch rumzuführen oder im Handschuhfach irgendwo unterm Sitz, was weiß ich was. Wenn es euch draufkommt, seid ihr dran, also seid euch dessen immer bewusst. Ja, bevor wir schon wieder zum Ende kommen, möchte ich euch ganz kurz noch separat einmal das Reaper vorstellen von Gilhibben. Und zwar ist das Fantasie-Karambit, liegt aber, muss ich sagen, hervorragend in der Hand. Also kann man beidseitig auch mit dem kleinen Finger, also kann man, denke ich, schon hervorragend damit arbeiten. Was man unter Arbeiten versteht jetzt, in Bezug auf Verletzungen und so weiter, ist jetzt gemeint, also nicht arbeiten, irgendwie Holz machen oder so, aber dafür ist das Ding definitiv ungeeignet. Die Klinge besteht aus 5CR13, ist also Edelstahl, ist poliert, hat einen durchgehenden Erl. Ich hoffe, man kann es hier, ja, ich denke mal ein bisschen ab, kann man erkennen. Ist also wirklich sehr massiv, der Griff ist aus Packerholz gehalten und liegt also brachial gut in der Hand. Ich weiß nicht, ob es am Markt noch erhältlich ist. Ich meine, ich habe von den Dingen 5 gehabt, das ist jetzt das letzte. Ich habe schon wieder ein paar Flecken reingemacht. Ist jetzt das letzte. Ich weiß nicht, ich denke, das werde ich mal für mich aufheben, weil ich hatte schon mal so ein ähnliches Messer gegeben von Gilhibben, und zwar das geheißen als Ulu. Da war zwar mehr ein Küchenwerkzeug, aber das stinkt mir heute und dass ich da alle verkauft habe und ich habe auch keins weg. Gut, falls einer wirklich haben will, das Ding, okay, ja, ich sage mal, der Preis macht die Musik, aber normalerweise bin ich jetzt nicht dafür, dass ich das Ding verkaufe. So schaut die Verpackung aus. Ist also hinten auch schön beschrieben, ja, ist schon richtig. Hinten schön beschrieben, was alles beinhaltet. Ist eine Scheide mit dabei, und zwar ist das aus Leder, nicht aus Kydex. Also alles noch original verpackt, ist also aus Leder und schaut so aus, hinten auch mit dem Hippenlogo versehen. Und ja, das wollte ich jetzt kurz präsentieren, weil es trotzdem ein bisschen anders ausschaut, wie jetzt alle anderen, die ich mitgebracht habe. Bloß noch eines ganz kurz, was ich gerade betitelt habe mit Arbeiten. Das ist der normale Sprachgebrauch für Stöcke, Messer, was auch immer im Kampfsport. Heißt also in keinster Weise, dass ihr jetzt da rausgeht, euch das Ding besorgt und dann irgendwo Leute niedermetzelt. Bloß das ganz deutlich am Rande erwähnt. Ich will da nicht, dass es da irgendwie Missverständnisse gibt oder so, weil es gibt bestimmt nur draußen irgendwelche Schlaumeier, die das dann so interpretieren. Ja, Leute, kauft euch das, das liegt super in der Hand, da kann man Leute abschlachten. Also in keinster Weise, um Gottes Willen, macht's bloß keinen Scheiß. Okay. Ja, das, was ich euch jetzt da zeigen werde, ganz kurz, ist erstens, was mit dem verbotenen Gegenstand, es geht ja um Karambit. Und zweitens, weil man kann das auch mit einem anderen Gegenstand machen, mit einem Messer oder sowas, wo erlaubt ist. Und das geht jetzt einmal überhaupt nicht. Primär ist eine Sache von der Notwehr. Was ist eigentlich Notwehr? Und da steht im § 32 Absatz 2 des Strafgesetzbuches drin, Notwehr ist diejenige Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwehren. Die Notwehr an sich kennt dabei keine Begrenzung der Mittel. Auch tödliche Gewalt darf grundsätzlich angewendet werden. Allerdings muss immer das mildeste Mittel gewählt werden. Das ist ganz wichtig. Also sprich, wenn ihr jetzt irgendwo hergeht,
ihr seid in der Fußgängerzone unterwegs oder ja, habt euch ein Buch gekauft oder ein Taschendieb kommt, reißt euch die Handtasche runter oder von der Frau runter, ihr habt Sportschuhe an, fetzt den hinterher, habt das Glück, erwischt ihn noch und bearbeitet den, was weiß ich, mit Schlägen, Dritten, Kopf, also das ist ein komplettes No-Go. Das ist auch keine Notwehr. Notwehr ist, wenn eine momentane oder eine bevorstehende oder noch andauernde Notsituation für euch oder euer Leben bevorsteht oder noch andauert. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, mein googelt das genau nach. Ich soll jetzt da auch keine Rechtsbelehrung werden. Ja, das ist jetzt das Karambit, das ich verwende. Das ist der Versandrückläufer, den ich schon mal erwähnt habe. Ich glaube, ich habe es erwähnt im Video, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Und zwar möchte ich euch da eine kleine Besonderheit zeigen. Also das soll jetzt allerdings kein Vorwand sein für irgendwelche Straftaten oder so. Aber ich denke, ich zeige es trotzdem einmal, weil ich habe das einmal bei uns im Training gelernt. Oder beziehungsweise, ich glaube, ich war da mal auf einem Messerlehrgang. Und das ist eigentlich ganz praktisch für Selbstverteidigung. Ja, das ist jetzt das Karambit. Keine Besonderheit, ist also auch mittels Flipper wieder unterstützt und geht also hervorragend auf, auch wenn das Ding ein bisschen hängt, mittels den Liner-Lock da, werden ja die meisten verriegelt, die meisten Taschenmesser. Auf jeden Fall ist es ja so, dass bei diesem Messer ist jetzt bei diesem nicht der Fall. Kann man machen, ist allerdings schwer verboten, muss ich also auch sagen, aber im Falle einer Notsituation oder Notwehr ist ja in Deutschland das Gesetz dementsprechend so, dass wenn mein Leben oder das meiner Mitmenschen bedroht ist oder meiner Lieben bedroht ist, ich mit mir allen zur Verfügung stehenden Mitteln mich verteidigen kann. Ich komme zwar deswegen auch vor Gericht, aber ich sage mal so, bevor ich abgestochen werde, ja, Blut oder andere aus. Ist jetzt zwar brachial gesagt, aber es ist so. Okay, ist jetzt auf Deutschland bezogen, ist jetzt natürlich in Österreich, Schweiz oder wenn ihr in Urlaub seid und nehmt das Ding da irgendwo am Hindukusch mit, keine Ahnung, ist jetzt ja wurscht, ist jetzt das Thema nicht. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt da hergehen würde, ist jetzt da nicht der Fall, ich habe auch von diesem Messer keins mehr, und schleife diesen Klingenrücken hier unten an, dann habe ich einen riesen Vorteil. Und zwar, ich habe eine künstliche Verlängerung meines Armes. Sprich, die Reichweite zum Gegner erhöhe ich enorm um so viel Zentimeter. Kann im Ernstfall sehr viel ausmachen. Wobei ich immer sagen muss, was ich gelernt habe, wenn jemand mit dem Messer auf einen zugeht, die Füße in die Hand nehmen und rennen. Das ist mal Punkt 1. Es gibt aber allerdings auch Situationen, da kann man nicht mehr laufen. Ich meine, ich soll jetzt da nicht irgendwie ein SV-Kurs oder was ich was werden, um Gottes Willen, wahrscheinlich, wenn es von mir im Training jemand sehen, die lachen sich einen Arsch ab, aber es ist jetzt auf jeden Fall mal wurscht. Okay, wir nehmen an, das Ding ist angeschliffen. Dann habe ich hier eine Schneide, eine zweite. Jetzt, wenn ich das zuklappe, nehme es um den Zeigefinger und kann dann in einem Zug oder mit einem Klick das Ding öffnen. Sprich, wenn ich das öffne, springt es mit der angeschliffenen Seite zu meinem Gegenüber, sprich zu meinem Angreifer, Gegner, was weiß ich was. Jetzt kann ich hergehen und kann normalerweise im Notfall, es ist ja so, dass ein Messerstecher, der kommt nie mit einem Messer so auf euch zu. Ein Messerstecher, der hält das Messer immer verdeckt. Der kommt und will schlitzen. Das ist normalerweise schon ein bisschen jetzt brutal, was ich sage. Gebe ja offen und ehrlich zu. Ist aber leider Gottes die Realität. Ich habe mit sehr vielen Polizisten telefoniert, sage ich schon, trainiert, aber auf unzähligen Lehrgängen, Waffenlehrgängen, was weiß ich was. Und da war also das ein Dauerthema, dass praktisch die Gewalt in den Innenstädten in Deutschland oder anderswo zunimmt. Und da ist das, oder kann das nie schaden, sage ich mal, wenn man sich ein bisschen ja, verteidigen kann. Wobei das, muss ich also ganz klar sagen, ist definitiv auch der falsche Weg. Es soll, wie gesagt, ich sage es zum tausendsten Mal jetzt, ja, kein Vorwand sein für irgendetwas. Es gibt im Internet sehr viele Videos, die man anzweifeln kann. Sicherlich kann man das jetzt auch. Ich erkläre es aber trotzdem. Okay, angenommen, auf mir kommt einer zu, ich habe das Ding dabei. Normalerweise, wenn ich wohin gehen sollte, zwielichtige Gestalten umeinander laufen oder in Innenstädten, möchte ich nicht wissen, was Leute in der Hosentasche drin haben. Okay, also normalerweise sage ich mal, ich bin da irgendwo unterwegs, gehe da hin und will mir da irgendwann einen Abend vertreiben oder mein Auto ist kaputt und ich muss da irgendwie durch. Ich nehme das Ding ganz einfach in die Hand, kommt jetzt auf mir jemand zu, habe ich im Endeffekt mit dem Klick da, dass ich das öffne und kann das dem direkt ins Gesicht schleudern und kann dann weiterarbeiten. Also das ist, wenn der das Ding im Gesicht hat, ist wie ein Schockeffekt. Es heißt wirklich nicht, dass man da einen wie ein Vandalen irgendwo, keine Ahnung, halber tot prügelt und am Boden liegt und bearbeitet. Es geht lediglich darum,
dass ich meine Ruhe habe oder meine Familie meine Ruhe habe und ich sicher von A nach B komme. Mehr soll das nicht sein. Und da eignet sich dieses Karambit hervorragend, weil ich eben einfach eine künstliche Verlängerung, wenn ich jetzt das Aufklappe meines Armes habe, und dann kann ich da wieder weitermachen. Kann, muss, nicht, soll man nicht. Wenn euren Gegenüber irgendwas passiert, euch wird nachgewiesen, dass das keine Notwehr oder irgendwas war, geht ihr in den Bau. Garantiere ich euch, gibt es Brief und Siegel, gibt es von jedem Richter keine Erbarmen. Also, ganz einfach nochmal schnell durchgegangen. Wenn mir einer gegenüberkommt, gehe ich automatisch in eine Abwehrposition. Also wirklich als erstes Gesicht schützen mit der Hand, was weiß ich was. Gesicht ist einfach die Fläche, die bei uns Menschen am empfindlichsten reagiert. Augen, Mund, Nase, Ohren. Wenn ich aushole, dass ich eine viel längere Distanz überbrücken kann. Und dann gehe ich daher, das macht zack und dann habe ich ihn. Und das Ding, wenn im Gesicht landet, das schmerzt, glaubt's mir's. Ja, wie man sieht, eignen sich die Dinge also auch hervorragend als Hufmesser, wenn man es beherrscht. Ja Leute, so schaut's aus, wenn man es Karambit nicht richtig beherrscht. Ja, das war es jetzt halt mit den Karambits und irgendwelchen SV-Quatsch. Mehr möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall, die Dinge sind ein Netzspielzeug. Wie gesagt, wenn man es einigermaßen beherrscht, also ich kann es nicht, sieht man ja. Sind die ganzen Handy irgendwo, da habe ich was, also komplett zerstochen. Weil in den letzten Tagen habe ich wieder ein bisschen mehr geübt, wahrscheinlich auch wegen dem Video da. Auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt sauber. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, einen Daumen nach oben auch, ganz klar. Wenn ihr irgendwas habt, wahrscheinlich wird jetzt der Shitstorm über mich hereinbrechen, wegen dem, was ich da gerade gesagt habe. Aber wie schon erwähnt, ich befinde mich hier auf Privatgrund, also das ist mein Eigen, wo ich da bin. Ich habe die ganzen Sachen verschlossen, im Auto transportiert. Und ich habe also auch nicht vor, euch da, ich möchte nicht hören von der Polizei irgendwas, dass da aufgrund meines Videos irgendein Scheiß drin wird. Ihr seid für euch selbst verantwortlich, das muss euch klar sein. Und was ihr für einen Scheiß draußen treibt, geht mich persönlich nichts an, will ich auch nicht wissen, ist mir scheißegal. Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt sauber, bis zum nächsten Video, für euch, ciao und servus.